Dieses Projekt ist für alle, die mehr über den NSA-Untersuchungsausschuss erfahren möchten, mehr als in den einmündigen Beitrag einer Tagesschau passt, mehr als auf Seite 12 einer Tageszeitung steht. Wir sind Piraten und wir haben etwas zu erzählen. Durch das Offenlegen gängiger Überwachungspraktiken hat Edward Snowden eine Kettenreaktion ausgelöst. Eine Reaktion ist, dass der Bundestag einen NSA-Untersuchungsausschuss eingerichtet hat. Wir Piraten werden diesen Ausschuss begleiten und zu jeder Sitzung einen kurzen, knackigen Beitrag zimmern. Wir werden die Fakten und Aussagen zueinander in Bezug setzen und im Verlauf der Serie sie systematisch einordnen. Und damit es schön kurz bleibt, werden wir uns fokussieren auf den NSA-Untersuchungsausschuss und alle Dinge, die damit direkt in Verbindung stehen. Der Untersuchungsausschuss setzt sich aus Mitgliedern des Bundestags zusammen und trifft sich alle 14 Tage. Unser Journal erscheint also auch alle 14 Tage. Ein Untersuchungsausschuss endet spätestens mit der Legislaturperiode. Das heißt, im September 2017 ist Schicht im Schacht. Allerdings wird bereits für das Jahr 2016 mit einem Abschlussbericht gerechnet. In diesem Abschlussbericht sollen im Wesentlichen drei Fragen geklärt werden. Und zwar, haben die Five Eyes überwacht oder überwachen lassen? Hat die Bundesregierung und Bundesbehörden davon gewusst? Haben sie dem entgegengewirkt? Haben sie daraus Nutzen gezogen? Und wie kann in Zukunft eine solche Überwachung verhindert werden? Dafür findet eine Beweisaufnahme statt, die grundsätzlich öffentlich ist, in der zum Beispiel Zeugen geladen werden. Und um das Ganze jetzt mal zu personalisieren, kommen wir nun zu den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses. Kommen wir zu unserem ersten Mitglied von der CDU-CSU-Fraktion, das ist Clemens Binninger. Er ist Vorsitzender im Parlamentarischen Kontrollgremium und war bereits 20 Jahre im Polizeidienst. Er kennt sich also mit Sicherheitsfragen und Fragen der Innenpolitik aus. Und er hat eine bemerkenswerte Sache gebracht, und zwar, er ist der wohl kürzeste Vorsitzende eines Untersuchungsausschusses. Und zwar eine Woche, nachdem er sich ernennen ließ, hat er schon wieder abgedankt. Und als er das getan hat, hat er nochmal in seiner Rücktrittsrede einen tollen Satz rausgehauen. Er meinte nämlich, Linke und Grüne würden die Personalie Edward Snowden medial inszenieren. Da muss ich sagen, halt, das stimmt so nicht. Wir Piraten werden Edward Snowden medial inszenieren. Und zum nächsten Kandidaten auf der Liste, der dann Nachrücker war für Clemens Binninger und jetzt erster Vorsitzender ist, ist Patrick Sensburg. Er hat auch einiges auf dem Kasten, was Fragen des Europarechts, Fragen des Verbraucherschutzes und dergleichen anbelangt. Bemerkenswert ist, dass er ein Freund der Vorratsdatenspeicherung ist und besonders in Zeiten des NSA-Skandals, so seine Meinung, sei es eine wichtige Regelung. Als zweiter im Ausschuss sitzt Roderich Kiesewetter von der CSU. Er ist Obmann und als Außenpolitiker liegt ihm besonders daran, die enge transatlantische Partnerschaft zu den USA zu bewahren und dort, wo Vertrauen verloren gegangen ist, dieses wieder zurückzugewinnen. Als Dritte im Bunde für die CDU-CSU-Fraktion haben wir Andrea Lindholz. Sie sitzt im Innenausschuss und für sie ist es wichtig, dass die Unversehrtheit von Edward Snowden bewahrt wird, aber auch die transatlantischen Beziehungen nicht gefährdet werden. Und als Letzten im Bunde der CDU-CSU-Fraktion haben wir Tanklet Schepanski. Er sitzt im Ausschuss für Technikfolgenabschätzung und er hat einen sehr markanten Satz gesagt. Er meinte, aufgrund des internationalen Haftbefehls müsste Deutschland Snowden an die USA ausliefern. Bemerkenswert. Gibt es dort gar keinen internationalen Haftbefehl? Die Farce des Tages. Richtig. Es gibt gar keinen internationalen Haftbefehl. Es gibt nur einen Antrag auf Auslieferung. Am 2. Mai hat die Bundesregierung einen Bericht erstellt, in dem sie gesagt hat, wir sollten Edward Snowden ausliefern und ihn nicht vernehmen, sofern er nach Deutschland kommt, weil wir sonst die deutsch-amerikanischen Beziehungen beschädigen würden und unter Umständen die deutsche Sicherheit gefährden. Interessant. Das Pikante dabei ist, die Bundesregierung kann gar nicht ausliefern. Darüber hat ein deutsches Gericht zu entscheiden. Und ein deutsches Gericht kann nicht nach politischen Erwägungen handeln oder sie danach bewerten, sondern muss sich strikt an das Gesetz halten. Der Antrag für Auslieferung wird damit begründet, dass Edward Snowden
unbefugt vertrauliche Informationen weitergegeben hat, das heißt Geheimnisverrat, und dass er Diebstahl von Regierungseigentum begangen hat. Das heißt, er müsste ausgeliefert werden? Nein, das heißt es nicht. Denn um die Souveränität von Staaten zu garantieren, sind Auslieferungsverträge beschränkt. Sollte eine politisch motivierte Tat vorliegen, darf nicht ausgeliefert werden. Das Gericht müsste also Das Gericht müsste prüfen, warum Edward Snowden die Verbrechen, die ihm vorgeworfen werden, begangen hat. Und ja, da kann man sich zweimal überlegen, warum Edward Snowden jetzt Regierungseigentum geklaut hat oder warum er vertrauliche Dokumente veröffentlicht hat. Hat er das gemacht, um seiner Freundin einen Gefallen zu tun? Hat er das gemacht, um sich selbst zu bereichern? Oder hat es wirklich einen politischen Hintergrund? Denken wir da mal drüber nach. Zurück zu unseren Ausschussmitgliedern. Da gibt es noch Hans-Ulrich Krüger. Er ist der zweite Vorsitzende und kommt von der SPD. Er ist ein Haushaltsexperte, ist jedoch im Bereich Innenpolitik nicht besonders stark profiliert. Er wird flankiert von Christian Fliesek. Er ist Europarechtler und an sich Anwalt für Patent- und Urheberrecht. Kommen wir zu Martina Renner von den Linken. Sie sitzt im Innenausschuss und vertritt die Position, dass Snowden auf keinen Fall in Russland verhört werden dürfte. Und last but not least fehlt noch Konstantin von Notz. Er sitzt für die Grünen aktuell auch im Innenausschuss und sein Stellvertreter ist Christian Ströbel. In der Gerüchteküche möchten wir Dinge brodeln lassen, die entweder frei durchs Netz wandern oder die uns durch dubiose, anonyme Wege erreicht haben. Als Beispiel zu nennen sind die Listen zu den beantragten Zeugen und die Auflistung, welcher Zeuge wann gehört werden muss. Sowas erleichtert uns unsere Arbeit natürlich enorm. Und solche oder andere Neuigkeiten, wenn ihr sowas habt, dann lasst uns die zukommen. Das würde unser Projekt weit voranbringen. Schickt es einfach an redaktion@piraten-erzählen.de. Das war sie dann auch schon, die erste Folge von Piraten erzählen. Ich hoffe, es hat gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.